Ja, hallo, ein ganz herzliches Willkommen heute wieder zu unserem Mitsing-Film. Auch von mir, seid herzlich gegrüßt. Wir singen heute eine Vertonung von Max Frei, des wunderschönen Gedichtes des romantischen Dichters Josef von Eichendorff, ein ganz bedeutender Dichter aus der Romantik, der zum Beispiel auch den Roman geschrieben hat aus dem Leben eines Taugenichts, wo er seine Reisen beschreibt und so weiter. Ja, und dieses Lied oder dieser Text, der geht eben auch darum, dass in allem ein Lied schläft. Ja? Schläft ein Lied in allen Dingen, die da träumen fort und fort. Und die ganze Welt, nee, und die Welt hebt an zu singen, triffst du nur das Zauberwort. Ja. Also auch da geht es auch so darum, diesen speziellen Klang zu finden, das spezielle Zauberwort, damit alles einfach anfängt zu singen, dieser Gesang in der Welt. Und ja, ja, genau, und wir bei dem Lied gibt es einen Schnipser, den können wir jetzt nicht so gut machen, weil wir ja, Gitarre und unsere Klavier Hände spielen. Genau. Beschäftigt sind. Der kommt aber immer vor dem Zauberwort, also triffst du nur das Zauberwort. Also wenn ihr wollt, könnt ihr das machen. Und das Ganze ist ein vierstimmiger Kanon. Wir sind aber noch nicht so fortgeschritten in Oberton- und Untertongesang, dass wir das hinkriegen, zwei Stimmen zu singen. Also wir werden das erstmal einstimmig eine Zeit lang, dass ihr die Melodie kennenlernen könnt und dann im Kanon zweistimmig. Aber ihr könnt da natürlich auch probieren, die dritte Stimme oder die vierte dazu zu singen. Und dann gehen wir wieder zurück in die Einstimmigkeit. Und wir beginnen mit einer Intro. Singe, träume und hören auch so auf. Ja, viel Spaß beim Mitsingen. Singe, träume, singe, träume, singe, träume, singe, träume. Schläft ein Lied in allen Dingen, die da träumen fort.
Ja, dann wünschen wir euch ein ganz schönes Singen mit der Welt und dass es euch immer wieder gelingen möge, dieses Zauberwort zu finden, in dem alles anhebt zu singen, in der Welt, aber auch in uns. Wir sind ja auch durch und durch musikalisch, wie die moderne Chronobiologie zeigt. Also wir, unsere Rhythmen schwingen zu Musik und synchronisieren sich. Ja, ganz viel Freude beim weiteren Singen. Ja, und ganz viel Zauber in und um euch herum, der sich einstellt, wenn ihr eure bezaubernde Stimme erhebt. Denn Klang kann verzaubern. Ja, wir freuen uns, wenn ihr unseren Kanal abonniert oder sogar Mitglied werdet in unserem Kanal. Da gibt es ganz viele Tutorials, das findet ihr auf unserer Website, wenn ihr da nachschaut, zum heilsamen Singen. Also ihr könnt sozusagen die ganzen verschiedenen Themen des heilsamen Singens ausprobieren, erleben. Und wir freuen uns auch, wenn ihr zum Beispiel euch anmeldet für unsere Weiterbildung Heilende Kraft des Singens, die nächstes Jahr in Deutschland und Österreich startet. Oder auch zu anderen Seminaren. Und auch unsere Singgruppen werden nächstes Jahr dann hoffentlich bald wieder starten, so ab April oder Mai oder ein bisschen später. Wir werden das, findet ihr alles auf unserer Webseite. Dann. Ja, dann alles Gute euch. Eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen. Ciao.